gerade wenn es so windig ist, es so frostig wird, wie jetzt gerade jetzt der Winter hier einkehrt, und wenn man so einen intimen Angelbereich vor den Füßen hat, dann ist natürlich gut, wenn man auf Raubfisch angeln geht und nicht viel Strecke machen braucht. Also wenn man punktuell die Fische lokalisieren kann, und dazu eignet sich eigentlich am allerbesten ein Dropshot-Rig. Jetzt haben mich schon ganz viele gefragt, ob ich überhaupt mit einem Dropshot angel. Derjenige, der meine alten Berichte kennt, also ich habe eigentlich die meisten Berichte damals vom Dropshot-Fischen gemacht. Nur habe ich schon viele Jahre das nicht mehr gemacht, und darum will ich jetzt mal euch einen kleinen Dropshot-Beitrag liefern, dass ihr auch auf Hanse Catch Hamburg hier mal einen Dropshot-Beitrag habt. Ich werde euch zeigen, wofür das Dropshot gut ist, wie man einen Palomar-Knoten knüpft, also der Verbindungsknoten zu eurem Haken, weil so angel ich mit dem Dropshot. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein paar Fische zeigen. Es ist nämlich nicht so einfach momentan. Aber genau darum bin ich mit dem Dropshot unterwegs. Ja, starten wir mal. Schlechtwetterprogramm. Katrin und ich wollen mal ein bisschen Barsche zuppeln. Mit dem Dropshot. Ja, und wo gehen wir zuerst hin? Vorne ins Hafenbecken. Schneidert, mein Liebling. Ah, pass auf, dass er dich nicht sticht. Yes, erster Dropshot-Barsch. Nein, aber fein. Zweiter Fang. Habe ich aber gesehen. Fast entschneidert. Böse Zungen sagen ja auch nicht Dropshot, sondern Dropschrott, weil man hauptsächlich kleine Fische fängt. Also wenn ich jetzt auf einen richtig kapitalen Fisch abgesehen habe, nehme ich auch lieber einen Jig. Aber was man mit dem Dropshot machen kann, ist, man kann die Fische lokalisieren. Und beim Barscheangeln, gerade beim Barscheangeln, kann man auch wirklich die Kapitalen rauszaubern. Ist beim Zanderangeln ein bisschen anders. Ne? Da kriegt man die eher mit einem Jig. Zum Hechtfischen würde ich eh keinen Dropshot nehmen, und von daher sind das die beiden interessanten Fischarten für uns hier Nordeuropäer. Man kann die Fische gut lokalisieren und man kann eine Tendenz dabei herausleiten, weil jetzt hier zum Beispiel in diesem kleinen Hafen, wir haben jetzt hier schon abends beobachtet, wie hier Kleinfischschwärme durch die Oberfläche durchspritzten, und da habe ich mich immer gefragt, was für Räuber das wohl sein mögen. Und mit dem Jig keine Berührung, kein Kontakt, kein Anfasser. Mit dem Dropshot wiederum haben wir kleine Barsche lokalisieren können. Und das werden wahrscheinlich auch die Räuber sein, die jetzt hier gerade ihr Unwesen treiben. Barsche gibt es hier en masse in Oudetongue. Aber alle nur 5 cm groß. Der Köder. Wow. Also das Dropshot-Fischen ist nicht unbedingt etwas, um einen großen Fisch zu erreichen, sondern auch vielleicht auch mal die Fische oder das Gewässer besser kennenzulernen. Und andererseits muss man auch sagen, also ich kann auch nur von mir aus sprechen, mir geht es nicht immer nur darum, einen großen zu fangen, also mir geht es um den Angelspaß, und der steht beim Dropshot-Fischen auf 100%. So, Freunde, ihr konntet schön sehen, mit dem Dropshot könnt ihr wirklich auf kleinstem Raum viele Fische fangen.
Ich habe jetzt heute mal ein paar Plätze hinter mir gelassen, an denen ich viel gefischt habe, wo ich weiß, dass da auch immer viel Fisch war. Jo Leute, ich fühle mich heute mal so richtig schön in der Zeit zurückversetzt, denn ich bin hier an dem Platz, wo ich mit den Dropshot-Fischen angefangen habe. Ein einziger kleiner Bereich hat mir gleich 10 Fische beschert, also 9 Barsche und einen kleinen Hecht. Und die Barsche wurden immer besser. Ich lasse den Platz jetzt in Frieden und ich werde auch den Platz hier nicht so publizieren, weil es ist nicht immer der Grund, dass die Fische nicht beißen wollen. Es ist meistens auch der Grund, dass keiner da ist, wenn keiner beißt. Das zeichnet sich aus beim Dropshot-Rig. Man sieht hier schön diese Schute hier vorne im Wasser. Meistens, wenn Räuber da sind, weil hier ist echt klares Wasser, verbergen die sich irgendwo da im Unterstand. Jetzt habe ich hier den Wind ausgenutzt und führe jetzt meinen Köder direkt unter der Schute lang. Und jetzt genau hier da, wo es tief ist und wo ich vor der Kante stehe, kann ich schön auf der Stelle den Köder präsentieren. Mein Führungsstil ist so, dass ich auf der Stelle versuche, das Blei liegen zu lassen und dann eben halt auf der Stelle durch das Vibrieren meiner Rutenspitze, darum hat man auch diese Parabolik in den Dropshot-Routen, den Köder so ein bisschen auf der Stelle spielen lassen. Danach mache ich einen kleinen Sprung und versetze weiter. Ganz oft kommen dann die Räuber, Barsche, Zander eben halt hinterher, nehmen den Köder dann. Wenn viele Fische da sind, kriegt man bei dem Gezuppel auf der Stelle auch schon die Bisse. Moin Marcello! Ja, guten selber. Auf! Und sind immer da habe ich, da ist er weg, schade. Oh, schöner Biss. Auf jeden Fall sind sie da. Da habe ich ihn, ja. Ihr habt es gesehen, richtig schöner Barsch. Die ersten Kerschen sind immer die guten. Danke, mein Freund. Und immer schön unterstützen die Barsche, wenn ihr ihn haltet. Niemals nur am Maul halten. Immer hier unterstützen. Jo, hat einen Augenblick gedauert, aber trotzdem, die Barsche sind da, aber hier in der Alster natürlich sehr, sehr, ich habe gerade so Marcello gesagt, die haben natürlich richtig viele Instinkte entwickelt, weil hier wird viel auf Barsch geangelt. Toller Fisch. Ja, das ist schon schöner. Ja, das ist mein bester Barsch bisher hier in Hamburg. Ey, geil. Der Kanal hinter mir ist jetzt ein bisschen größer, breiter, mehr Fläche. Also hier ist natürlich nicht so dieses feine, punktuelle gefragt, sondern hier muss man auch schon mal gegebenenfalls ein bisschen Strecke machen. Und dafür, ich habe wieder Einhandfilmerei hier gerade am Start, habe ich jetzt das gleiche Rig, wie ich das eben auch für die feine Fischerei genutzt habe, jetzt einfach ein bisschen ummontiert. Ich habe einfach einen etwas größeren Köder hier drauf, auch mit den kleinen Haken. Wenn ihr den ganz vorne, ganz vorsichtig nose-hooked macht, ist der Haken immer noch genug, hat genug Fläche, um auch noch zu greifen, und habe einfach hinten noch mal ein schwereres Blei ran gemacht. Das Ganze präsentiere ich jetzt einfach ein bisschen zackiger, ein bisschen schneller, nicht so lange auf den Punkt, sondern mache dementsprechend auch mit dem Dropshot noch eine gewisse Art von Strecke. Wenn ich dann einen Schwarm lokalisiert habe auf der Fläche hier, dann kann ich auch dementsprechend dann auch da auf der Stelle auch meinen Köder so ein bisschen länger präsentieren. Feinsten. Das läuft hier mit dem Dropshot richtig toll. Haben wir eben gerade so richtig schön da vorne Raubattacken gesehen und schon hängt einer drauf. Herrlich. Da kommen wir auch schon zu meiner Dropshot-Montage und zwar genauer gesagt zu dem Palomar-Knoten. Kleiner, großschenkeliger Haken. Dazu nehme ich dann ein ordentliches Stück von meiner Fluorocarbon-Schnur. Das hier ist jetzt eine 027er, also auch das Richtige für große Barsche, und ein schöner Zander wird damit auch nicht verloren gehen. Ihr nehmt einfach eure Fluorocarbon-Schnur, nehmt euren Haken, führt die Schnur einmal hier durchs Öhr ein, zieht eine gute Länge raus, also so 30, 40 cm, geht mit dem Ende wieder durch das Öhr von oben durch. Jetzt macht ihr Folgendes, ihr habt jetzt hier den Haken gelagert in dieser kleinen Schlaufe und jetzt mache ich Folgendes, ich mache einen Knoten, so einen Knoten, einfachen Knoten,
hier so rein. Und jetzt führe ich, jetzt habe ich hier so eine kleine Öse, da führe ich jetzt alles einmal so durch, also den Haken samt dem Knoten, dass das dann so aussieht. Das Ganze mache ich mit ein bisschen Schnurfett einmal feucht und ziehe das einmal stramm. Und schon ist mein Haken an der Schnur fixiert. Ich habe jetzt zwei Schnurenden. Ihr seht, der steht jetzt noch relativ unkontrolliert so daher. Könnt ihr wahrscheinlich so auch schon Fische fangen. Darum mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt das längere Ende von meiner Vorfachschnur und führe das lange Ende jetzt von unten. Also Hakenbogen ist oben, wie ihr seht. Ich führe das von unten einmal hier hoch, weil dieses Ende befestige ich gleich an meiner geflochtenen Schnur. Und jetzt ziehe ich das einmal nur so hoch, dass jetzt, ihr seht, der Haken schön abstehen kann und vor allem der Knoten unter dem Öhr liegt. Also wenn ihr so euren Palomar-Knoten macht, dann könnt ihr auch mit einer dicken Fluorocarbon-Schnur angeln und der Knoten wird immer den Haken nach oben hin unterstützen. Also wenn ihr jetzt anzieht, stramm zieht, beim Dropshot-Fischen hauen wir ja nicht an, wenn ihr stramm zieht, dann hebelt sich der Haken immer schön ins Fischmaul rein. Am Ende meiner Schnur mache ich jetzt ganz einfach hier einen 8er Knoten, also einmal so eine 8 legen und so einen kleinen Stopperknoten. Und dann habe ich jetzt hier meine, 30, 40 cm Abstand zum Haken. Das muss man variieren und gucken, wo die Fische ihren Einstand haben, ob sie sehr grundnah aktiv sind oder ob sie halt etwas weiter oben stehen. Beim Dropshot-Fischen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit solchen Offset-Haken zu fischen. Die beköder ich ganz genauso, auch mit dem Palomar-Knoten. Jetzt gibt es hier bei der Möglichkeit natürlich auch, oder bei der Anköderung auch die Möglichkeit, den Köder offset zu fischen. Das heißt, man kann den Haken im Köder verstecken. Dazu steche ich einfach hier vorne Nosehook sozusagen rein, von oben nach unten, und ziehe jetzt den Gummifisch hier vorne ran. Viele machen jetzt den Fehler, das ist jetzt hier ein Gummifisch, der hat jetzt keine Einkerbung drin. Die machen den Fehler und stecken das Ganze jetzt hier durch. So ist theoretisch richtig, aber praktisch total verkehrt, weil wenn der Fisch ihn einsaugt, dann das schärmt schon recht gut ab und der Gummi, der hält hier wirklich gut. Darum mache ich in solchen Fall immer Folgendes, wenn du einmal mal hier runter guckst, mein Engel, dass ich jetzt hier einfach nur ein kleines Stückchen seitlich den Haken positioniere, damit er so schneller greifen kann. Ihr seht hier recht gut, ihr habt einmal hier dieses typische Dropshot-Blei mit dieser Dropshot-Öse und einmal ein ganz normales Ösenblei. Bei den Formen des Dropshot-Bleis nehme ich am liebsten eigentlich diese Stabbleie, weil die sich auch immer so ein bisschen hochkippen und wieder runter gehen. Und ich habe es auch schon so oft erlebt, dass die Fische nur auf die Bleie gehen. Also da sollte man auch mal was erfinden in die Richtung. Aber ich nehme auch ganz gerne diese Bleie, zum Beispiel jetzt auch hier gerade an der Elbe. Man hat schon mal einen Abriss und die sind natürlich wesentlich günstiger als die hier. Da mache ich jetzt immer nur noch einen kleinen Trick. So, jetzt ist Folgendes. Ihr könnt natürlich hier nicht mehr diese Länge hier variieren, aber ihr habt es ganz oft, wenn der Fisch vorne gerade an den Steinpackungen, hier haben wir viele Steine, mach mal einmal einen Schwenk nach unten, damit ihr das mal seht, da kann sich das Blei natürlich vorne im Kampf hier irgendwo reinparken und auf einmal verliert man den Fisch, weil das dann da drin ist. Und wenn man dann einen kräftigen Fisch drauf hat, ist es schon, ist schon ärgerlich, wenn alles abreißt. Darum mache ich jetzt einfach eines. Ich mache einmal eine Sollbruchstelle, also einen Knoten einfach hier direkt vor dem Blei. Und das wird dann auch da abreißen. Ne? Also wenn der richtig fest, das ist eine 040er Schnur. Ihr seht, das reißt direkt weg. Ich knote das jetzt noch mal gleich nochmal neu an. Und die Schnur wird immer kürzer. Für mich ist das hier lang genug von der Schnur. Aber so habt ihr auch die Möglichkeit, auch wirklich mal ein günstiges Blei zu fischen, trotzdem auch die Dropshot-Technik auszuüben und vor allem auch auf große Fische zu fischen. Ne? Also gerade in Verbindung auch mit solchen großen Gummis, obwohl ich diese Größe hier von 10 cm sogar noch offset fischen würde. Ich wollte euch das nur noch mal demonstrieren mit den Offset-Haken.
versprochen, Nosehooked natürlich. Ja. Das würde ich natürlich immer noch Nosehooked fischen. Ich wollte euch nur die Offset-Methode auch mal einmal erklären. Neues Jahr, neues Glück. Hier jetzt wieder mit einem Dropshot unterwegs. Mittlerweile ist aber immer noch Schonzeit. Trotzdem können wir mit einem Dropshot fischen. Und zwar natürlich mit Würmern. 10 Stück in der Packung. Heißt für uns, ich bin nämlich mit Katrin zusammen unterwegs, 20 Baits, weil ich immer die Würmer einmal, so leid es mir tut, mein lieber Freund, aus einem macht zwei. Und dann werden die folgendermaßen angeködert. Also relativ schön großen Haken habe ich jetzt hier. Und da ziehe ich dieses Würmchen einfach nur einmal so auf, dass er einmal hier den ganzen Haken bedeckt. So. Und jetzt, zack, einmal hier durch. Und so biete ich den an. So hat er schön Duft und kann sich vorne schön bewegen. Das spricht auf jeden Fall den Barsch an. Tag, neues Glück. Es geht wieder schön an Hamburgs Kanäle. Aber bevor es zum Fischen geht, geht es natürlich erstmal hier. Natürlich zum Angeladen. Jo, Daniel. Jo, Tobi. Und liebe Zuschauer. Du hast mir gestern so ein paar coole Hooks mitgegeben, ne? Ja. Die passen für meinen Angeln heute optimal, würde ich sagen. Welche Hakengröße hast du gestern? Wir hatten gestern die größten genommen. Ich glaube, eine Nummer kleiner wäre cool. Ja, dann suchen wir die mal aus. Ich weiß welche. Das waren die von Berkeley, ne? Ich glaube, ja. Man weiß ja, die guten, preiswerten Sachen hängen immer unten. Damit man sich die Mühe machen muss und dann unten greift. Und du hattest ja, gestern... Die hattest du mir gegeben, eine Nummer kleiner. Und als 1-0er dann. Oder noch eine Nummer? Nee, 1-0 ist cool. Ja? Ja, 1-0 ist cool. Yes, baby. Und warum die so cool sind, das zeige ich euch jetzt. Ganz klar, weil ich mit Würmern fische und diese Haken einen ganz besonderen Vorzug haben. Und zwar haben sie im Gegensatz zu anderen Dropshot-Haken einen sehr langen Hakenbogen. Das kommt mir gerade so gut über den Würmern, weil ich kann die dann länger aufspießen und die machen nicht so eine extreme Krümmung, sondern stehen eher gerade ab und können vorne schön spielen. Das ist gerade der gute Vorzug dieser Haken. Von der Schärfe brauche ich gar nicht anfangen zu sprechen. Stumpfer Haken, den kann man nicht empfehlen. Die hier sind sauscharf und genau das Richtige jetzt hier zum Barsche zuppeln mit Wurm. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich mal einen draufkriege hier. Wie schön der Haken hier fassen konnte. Erster Wurf, erster kleiner Kerl. We'll be right back.
wird schön sehen. Gerade beim Dropshot fischen mit natürlichen Köder. Ihr müsst ihn ein bisschen länger beißen lassen, also ruhig die Schnur. Wenn er beißt, ihr merkt ihn ein bisschen entgegengehen, dass er den Köder richtig einsaugen kann und sich dran gütlich tun kann. Dann habt ihr auch eine gute Chance, ihn zu haken. Und es bringt höllisch Spaß und ihr seht, wie kurzweilig. Das ist auch der Vorteil von Dropshot-Fischen. Kleinster Raum und auf kleinstem Raum immer wieder Action. Das mit den Dropshot-Angeln. Wir haben, ja, wir sind deutlich über 10 Fische haben wir gefangen. Ne? Definitiv deutlich. Von der Größe bis, also schon, ja, ich sag mal so Mitte 30 hatten wir schon dabei gehabt, Anfang Mitte 30, der eine oder andere. Ihr seht, Dropshot-Fischen bringt viele kleine Fische ans Band, aber ihr kriegt damit auch die großen. Also es ist nicht selten, dass man damit auch mal einen 40er mitfängt. Zum Barsche-Angeln punktuell für mich die erste Wahl. Zum Großfischfang nicht die erste Wahl. Aber es geht nicht nur immer ums große Fische fangen, finde ich. Auch die Seele zu erquicken, rauszukommen. Selbst bei den größten Scheißwetter jetzt im Herbst. Abgekämpft sind wir. Aber wir lagen nicht faul auf der Couch. Absolut sondern nicht. Wir haben viel Spaß mit dem Dropshot gehabt. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne sage ich tschüss, Marcello. Und wie geht's jetzt auch weiter auf? Wir gehen jetzt auf Großzander. Auf Zander, yes. Macht's gut. Mal gucken, vielleicht können wir noch ein paar Aufnahmen beim nächsten Beitrag reinschießen. Ciao. Ciao, ciao.